Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Dark Eye Chains of Satina. Mir ist noch was in den Sinn gekommen, was sein könnte, wie wir an den Schlüssel kommen. Nämlich ist doch alles hier ein bisschen anders in dieser Welt, der Traumwelt. So, und ihr seht ja, wenn ich durch die Tür gehe, ist da ja so ein weißer Rauch. Oh, okay. Ich habe jetzt gedacht, ich soll durchs Fenster vielleicht gehen, aber da kommt ja nichts. Aber okay, durch die mittlere Maustaste kann man sehr gut und sehr schnell was finden. Na dann, Mann, so. Jetzt habe ich den Schlüssel. Grandios. Das habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, ich soll jetzt irgendwie... Keine Ahnung, durchs Fenster und dann, keine Ahnung, sind wir auf dem Dach davon, was weiß ich. Na gut, dann haben wir jetzt den Schlüssel und der passt wahrscheinlich dann zu diesem Kapuff oder was. Ach so. Die schwarze Feder. Und der Vorhang, der sich vor ihm öffnet. Nori! Oh. Sie gehört jetzt mir, Vogelfänger! Hoppla, Komm zurück! Entschuldigung, ich weiß ja nicht, muss ich das zensieren? Okay, Spaß beiseite. Nori, was machst du? Unheilskind, sie hasst dich. Sie spricht nicht mehr mit dir. Jetzt ist der Vorhang offen. Dahinter badet Nori in der Zauberquelle. Können wir vielleicht mit der Schere den Vorhang? Nur rein theoretischerweise. Tatsache. Du hast uns alle umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Der Seher hat es bewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Hört auf. Warum hast du uns umgebracht? Hört auf! Redet, was ihr wollt, aber ich werde Nori retten. Du bringst das Ende! Diese entsetzliche Stimme. Du bist es! Ich will, dass sie verstummt. Sie soll schweigen. Hexenbalg! Du bist er, du bringst... Okay, das bringt uns nicht weiter. Ja, sieh dich satt an ihrer schmerzlich vergänglichen Schönheit. Schon bald wirst du sie getötet haben. Nein. Moment, haben wir denn jetzt... Ach, jetzt haben wir richtig viel im Inventar, na toll. Dann mal zurück und dann mal gucken, ob wir es schaffen. Mit diesen Sachen was zu machen. Der Vorhang... Moment, ich habe eine Idee. Wir hören uns nochmal das an. Traumweber! Ja? Aufgabe, Harfe, Splitter... Aufgabe. Was muss ich... Suche nach Zap, doch sei die Splitter. Sobald... Dann Splitter. Woran er... Sie sind das, woran... Eine Menschenmenge, Vorhang. Die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Okay, Ich suche... Ohne... Heißt, der Vorhang ist das Erste. Die Feder... Das Dritte quasi. Das Feuer ist das... Vierte, glaube ich. Der Schlüssel, das Fünfte eventuell. Und die Flöte ist eventuell das Zweite. Oder auch nicht. Nochmal. Traumweberin! Ja? Splitter. Woran... Sie sind... Eine Mensch... Vorhang? Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Stimme. Eine schwarze Feder fällt. Feder? Da ist ein Feuer. Feuer. Ein Mann hält ein Hölz. Finde.
Okay, ich suche. Ohne. Feuer war das letzte. Kann ich das tauschen? Ja, kann ich einfach tauschen, okay. Nicht. Und was ist, wenn die Reihenfolge andersherum ist? Plong. Nicht, ne? Nee. Schade, irgendwas fehlt noch. Bloß was? Ich guck nochmal hier hin. Vorhang, der sich vor ihm öffnet. Plong. Da sagt er nichts zu. Aber Moment, vielleicht ist das ja der Hinweis. Sie lag auf dem Boden. Die Zeit schläft. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Ich habe ganz vergessen, der Puppenspielerin ihren Schlüssel zurückzugeben. Habe ich irgendwas übersehen? Ach Gott, Leute, das kann doch jetzt nicht. Plong. Ich sehe einen geschlossenen Vorhang. Aber der erste ist auf jeden Fall wahrscheinlich richtig. Ich höre mir das. Traumweberin! Ja. Bla bla bla, das hatten wir schon alles. Woran? Sie sind da. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif. Finde. Okay. Ich suche. Ohne. Feder ist auf jeden Fall definitiv irgendwie das dritte. Ah, da sagt er auch nichts. Mann. Also, das ist definitiv das dritte. Dann ist das zweite aber irgendeine Stimme. Das Feuer ist das letzte. Und der Schlüssel ist das zweite hier. Auch nicht richtig. Oder Moment, muss ich die nach einer Art Größe sortieren vielleicht? Dass dann quasi der Vorhang das Ausschlaggebende ist wegen dem Größenunterschied. Dann wäre dann die Feder das zweite. Und das die Flöte des dritte. Das Feuer wäre dann das vierte und der Schlüssel wäre dann das fünfte. Nicht? Plong. Pling. Pling.
Kling. Ich rätsel noch ein bisschen herum, Leute, also nicht wundern. Nee. Ich weiß nicht so recht, was das bringen soll. Haben wir hier noch irgendwas? Habe ich hier irgendwas übersehen, vielleicht? Ich mache alles wieder heil. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Oh nein. Sauber machen wollte ich gerade sagen. Kann ich das wieder alles heil machen? Nee, kann ich nicht. Moment, kann ich vielleicht hiermit noch mit der Schere was anfangen? Da helfen keine... Nicht mal... Lässt sich das... Ich bin nicht sicher, ob sich das schneiden lässt. Keine Zeit für... Kann ich hier vielleicht mit der Scherbe was anrichten bei den Raben? Ich habe halt keine Ahnung mehr, Leute, was ich machen soll. Das ist unfassbar. Ich hoffe, dein Kehrbesen ist groß genug für all die Scherbenhaufen, die deinen Pfad säumen. Soll ich dazu noch sagen? Mir fällt halt nicht ein, was ich machen soll. Aber fest steht ja, der Vorhang muss er als erstes. So. Ich sortiere mal ein bisschen herum. Plong. Oh, diese scheiß Fliege nervt, ne, Leute? Das war schon in der letzten Folge so. Ich nehme da an einen Tag auf. Und wenn die nicht gleich aufhört, mich hier an der Stirn zu krabbeln, das ist richtig ekelhaft, so eine scheiß Fliege, die im Zimmer ist, ey. Boah, furchtbar. Würde. Feuer. Haken. Der Schlüssel meine ich. Auch nicht. Ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Oder ob das überhaupt was bringen soll. Wisst ihr was, Leute? Ich mache mal ganz kurz eine kleine Pause an der Stelle. Mach dann aber gleich wieder weiter im Part, also ich mache jetzt nur einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder zurück. Das hat jetzt nur ein kurzes Sekunden gedauert, ich schneide das natürlich raus, diese Unterbrechung. Weil die Zeitflöte, warte mal, keine Zeitflöte? Zauberflöte. Die brauche ich nämlich anscheinend für den Raben. Ich muss jetzt echt nachschauen, weil jetzt habe ich echt keine Ahnung mehr gehabt. Was ich noch hätte machen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Ja, so war das. Weil ich anscheinend noch... Endlich. Endlich Ruhe. Ich hätte natürlich noch Stunden hier rumlatschen können und hätte dann immer noch nicht die Lösung gefunden. Und jetzt kann ich nämlich mit Nuri reden, weil der Rabe mich ja gar nicht mal anquatschen kann wahrscheinlich.
Habe ich das richtig? Nori, ich... Sag einfach nichts. Ich weiß doch, ich will nur, dass du an mich denkst. Hier, dieser Reif ist für dich. Damit du mich nicht vergisst und mich nicht aufgibst. Dio Valendo, Geon. Dia Valende, Nori. Dia Narindilin. Dio Valende. Dia Valendia. Kann mir mal jemand sagen, ob das eine Fremdsprache ist? Weil dann würde ich die gerne mal üben. Na gut, also jetzt haben wir auch den Reif und jetzt erklärt sich das auch alles. Zumindest eine Stimme, die nicht mehr aufhört zu reden. Tauschen wir mit dem Vorhang. Den Vorhang mit der Rabenfeder. Die Rabenfeder kommt dementsprechend hier hin. Der Reif kommt dahin. Und das Feuer als guter Letzt. So. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Dann kommt halt der Reif zu guter Letzt. Ja. Alles klar. Oh, richtig schwieriges Rätsel, aber ich hab's gelöst. Vor allem mit Hilfe von einem Video. Du! Du bist es! Du bringst das Ende! Wie fühlst du dich, Jüngling? Was hast du erfahren? Es geht mir gut. Diese Prophezeiung. Das ganze Gerede, dass ich Unheil bringe. Daran war dieser verdammte Rabe schuld. Ich sehe, du hast etwas Wichtiges erkannt, Jüngling. Ja, aber jetzt muss ich Nori retten. Ich weiß nun, wie ich herausfinden kann, ob die Prophezeiung stimmt oder nicht. In der Tat. Du kennst die Quelle deines Unglücks und bist frei, dich ihr zu stellen. Das Tor wird deine Absichten nicht mehr hinterfragen. Hab Dank. Leb wohl, Feenfreund. So, ich musste zwar ganz kurz gucken noch mal was. Moment. So, der Ton ist wieder da. Ja, ich musste zwar kurz ein kleines Video mehr angucken, um halt noch mal ganz kurz Revue zu passieren, was hier eigentlich passiert, damit ich kapiere, ach ja, warte mal. Ich kann doch bestimmt den Rahmen irgendwie loswerden. Aber hey, da wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen, wäre wahrscheinlich noch eine Stunde lang dran verzweifelt. So, und somit gehen wir durchs Tor. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Du darfst gehen, Nachtar. Den Göttern sei Dank. Das nächste, was dann sein wird, dass ich dann im nächsten Part wahrscheinlich weitermache. Weil dieser Part hier ein bisschen kürzer wird natürlich. Auch mit. Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich.
Reich der Angst. Wo? Noris Versteck, ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nori! Eisiger Empfang. Okay, nicht erschrecken, dass ich immer zwischendurch mal was nachgucke, also wenn das kurz stehen bleibt, das Bild, wenn ich mal was nachgucke wegen Ton. Aber da will ich echt nur mal sicher gehen, dass da alles läuft. So. Kämpfe ich mich jetzt wirklich mit bloßen Händen durch diese Dornenhecke? Oh, Entschuldigung. Nori wird es verzeihen. Eine Airaune hat überdauert. Verrottet und erfroren, die kann man nicht einmal mehr Schweinen vorwerfen. Eishapfen? Feentor. In diese Welt kehre ich hoffentlich nie wieder zurück. Ich glaube, jetzt kann er Nori verstehen sogar. Krass. Ich kann sie jetzt auch verstehen, also warum sie da nicht zurückkehren wollte. Achso, ich wundere mich gerade, weil er nichts mehr machte. Nee. Beziehungsweise, weil ich die Maus außerhalb des Bildrandes hatte. Fest verwachsen. Wird doch nichts. Ich weiß nicht. Nicht so. Wird doch. Das la. Viel zu nass. Na gut. Seht! Ein Zweig hat überlebt. Ein Zeichen der Hoffnung. Träum weiter, Junge. Oder noch besser, träum gar nichts mehr. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Da würde ich mal sagen, dann reden wir im nächsten Part ganz klar mit der Figur da drüben, die so ein klein bisschen Trauerspiel da ist, würde ich sagen, für uns. Ja, und es tut mir leid, dass der Part ein bisschen kürzer wird heute. Ich muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe nicht wirklich heute so viel Zeit, was aufzunehmen, deswegen muss ich mich auch noch daran machen, Beyond Good and Evil aufzunehmen. Ich muss noch daran machen, Paladins für Sonntag aufzunehmen. Ich bin jetzt im Moment wieder ein bisschen aktueller mit den Parts. Das Problem ist halt nicht, dass ich das nicht mag, sondern dass ich das nicht so gerne habe, wenn ich, so unter Zeitdruck stehe. Deswegen muss ich das jetzt noch ins Rendern schicken. Danach, die Parts werden dann ein bisschen ruhiger, weil ich dann ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich nicht so den Druck habe, oh Gott, das musst du morgen raus. Ich glaube, das kann jeder selber, wenn er nicht zufälligerweise für jeden Tag einen Part macht, aber wenn er so jeden zweiten Tag einen Part rausbringen möchte, somit ich auch diesen Samstag freier Tag für mich ist, da könnt ihr dann andere Videos von mir anschauen, auch genauso gut. Da brauche ich ja nicht extra noch Videos für machen. Notfalls halt den Part von gestern, von Samstag aus gesehen, oder den von morgen, dann halt auf nächste Woche Samstag. Das ist ja euch überlassen. Na gut. Wie dem auch sei, der Part ist sowieso gleich zu Ende, von Zeitansicht her. Von daher wünsche ich euch noch eine schöne Woche, schönen Tage. Ich bin raus, euer Zeit. Haut rein und ciao.